Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio oder genauer gesagt Warptorio. Folge 10, wenn ich mich nicht täusche. Und möglicherweise sind wir bald an dem Punkt angelangt, wo ich die Folgen zusammenschneiden muss, weil wir einfach zu lange auf einem Planeten bleiben und zu wenig Fortschritt machen. Aber wir werden sehen, wo sind unsere Erze hier auf dieser Seite. Das hängt hier ja immer auch ein bisschen davon ab, wie aggressiv dass die Aliens auf uns zukommen. Erze sind oder die Förderer sind platziert. Und dann machen wir mal eine Wanderung, um zu sehen, ob wir Nester in der unmittelbaren Nähe finden, die wir allenfalls zerstören können, um uns das Leben etwas leichter zu machen. Wir haben hier etwas an Wald und auch der Untergrund ist eher auf der grünen Seite statt sandiger Wüstenboden. All das sollte uns etwas helfen, die Umweltverschmutzung weniger rasch ausbreiten zu lassen, was dann natürlich auch mit den Alien-Angriffen hilft. Hier auf dieser Seite ein großer Wald, das gefällt mir. Da oben haben wir zwei Würmer. Würmer interessieren mich nicht. Ah, da oben haben wir ein Nest. Auch noch drei und ich meinte auch hier in dieser Richtung hätte ich Aliens gesehen. Ja, da haben wir was. Ein bisschen am Fisch ranhalten.
und das Hinstellen der Türme hat hier sicher geholfen, auch wenn sie inzwischen keine Munition mehr haben. Aber dadurch konnte ich die zwei Würmer beseitigen, ohne mich gleichzeitig auch um die Angriffe kümmern zu müssen. So. Dann parieren. Einsammeln. Und dann schauen wir, dass wir das Nest da oben noch wegbekommen. Und wenn wir nicht in die Spuckweite des Wurms kommen, müssen wir die Würmer auch gar nicht beseitigen, um die Nester wegzubekommen. Das spart Munition. Dann schauen wir auch noch in diese Richtung, ob da was ist. Yep. Auch noch zwei Nester. Das war so nicht geplant. Und ich glaube, damit ist auch der Turm tot. Mal schauen, ob wir... Ja, das war der Turm. Ist unsere Leiche. Hier. Okay. Dann wäre das auch erledigt und der Strom ist inzwischen ausgegangen, weil Kohle fehlt. Was ich nicht mehr brauche, die Pistole. Munition da wieder aufzufrischen. Kann sicher nicht schaden. Dann legen wir doch hier nochmal nach für ein bisschen mehr Stahl. Setzen unsere Runde fort.
hier in dieser Richtung haben wir etwas mehr sandigen Boden, was bedeutet die Umweltverschmutzung breitet sich hier in dieser Richtung schneller aus. Aber bisher sehe ich noch keine Nester da unten. Aber da drüben hat es Nester. Sehr schön. Da oben gibt's noch eins. Und ich hoffe, das sollte es uns erlauben, die vollen 30 Minuten hier auszukosten, bevor wir auf den nächsten Planeten geworbt werden oder gesogen werden oder wie immer ihr das auch ausdrücken wollt. Und wir können uns nun wirklich darum kümmern, dass wir Fortschritte machen. Sprich Materialien, Erze sammeln, Erze schmelzen und forschen. Und das ist im Wesentlichen immer dieselbe Leier. Drum denke ich, mache ich doch hier einfach mal einen Schnitt, bis was Interessantes passiert. Oh ja, mit der Forschung würde es natürlich helfen, die Forschungslabore platziert zu haben. Sonst geht gar nichts. Wenn wir die hier auf der Plattform haben, können wir die auch stehen lassen. Und hier unten haben wir ein Nest. Das wir auslöschen können, denn von hier kommen gelegentlich einige Beißer zu uns hoch.
sollte kein Problem sein. Wir haben ja inzwischen Übung. Und wieder haben wir die Zeit hier auf diesem Planeten gut ausgenutzt. Aber es wird langsam Zeit, unsere Zelte oder besser gesagt die Miner abzubrechen. Denn in 1,5 Minuten werden wir hier verschwunden sein müssen. Okay, hier können wir noch alles schmelzen, aber da haben wir etwas zu viel Erz drin. Eine Minute. Kupfer packen wir hier rein, Eisen hier, da etwas hier und dann geht's auf zum nächsten Planeten. Also bis zur nächsten Folge und tschüss!